Guten Morgen zu unserer Sendung Update Wirtschaft hier auf dem Parkett in der Frankfurter Alten Börse. Und das wird ein durchaus spannender Tag, den wir hier heute haben, denn es gab gestern ja schon die Befürchtungen, durch neue Sanktionen könnte es eben schwieriger werden am Aktienmarkt. Diese Befürchtungen haben sich dann bewahrheitet, gestern der Tag ja nicht so sehr berauschend. Das Problem ist eben logischerweise, dass die Unternehmen mit allen Problemen zu tun haben werden, die dann in der Folge solcher Sanktionen auftreten. Dazu kam noch das große Abwarten auf die US-Notenbank FED. Nicht, weil es eine Entscheidung gegeben hätte, sondern es gab die sogenannten Protokolle der FED. Die werden immer nach Börsenschluss in Deutschland, also nach 20 Uhr, veröffentlicht. Insofern war man hier also gestern relativ vorsichtig und wusste nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und diese Vorsicht, die hat sich sehr bewährt, denn als die Protokolle kamen, da gab es dann in den USA ein großes Erwachen. Und das war schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass in den Diskussionen, die es innerhalb der US-Notenbank gegeben hat, offensichtlich doch mehrere Mitglieder dieses Rates der Meinung waren, angesichts der hohen Inflation sollte man ein aggressiveres Vorgehen bei Zinserhöhungen durchsetzen und sollte eben die Bilanz deutlich aggressiver zurückfahren, als man das bisher eben nach außen kommuniziert hatte. Also kleine Überraschung, was das anlangt, und entsprechend auch die Reaktionen am Aktienmarkt. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie das mit dem DAX jetzt heute Morgen gestartet ist. Er war im Minus erwartet worden. Jetzt zu Beginn ein leichtes Plus, eine kleinere Gegenreaktion zu gestern, als es ja deutlich runterging. Also der DAX klettert zu Beginn über die Marke von 14.200 Punkten. Damit ist er 0,4% im Plus. Das sind gute 50 Punkte. Also eine erste Gegenreaktion zu gestern. Man ist hier nicht ganz so geschockt von dem, was aus den Kreisen der FED herausgekommen ist, sondern man sieht das hier offensichtlich etwas gelassener. Aber es wird eben Konsequenzen haben für alles drumherum, unter anderem für den Immobilienmarkt. Ja, bevor wir dazu kommen, aber erst noch mal zu einem anderen Thema. Gestern wurde bekannt, dass Russland erstmals zwei Anleihen nicht in Dollar, sondern in Rubel zurückgezahlt hat. Es geht da insgesamt um 649 Billionen Dollar, die in Rubel geflossen sind. Und die Gläubiger erkennen das nicht an. Die US-Bank JP Morgan hat die russischen Zahlungen bisher abgewickelt. Sie wurde nun vom Finanzministerium gestoppt. Die Folge: der Kredit platzt und Russland droht die Staatspleite. Denn wie jeder andere Staat auch leiht sich Russland Geld nicht nur bei den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch im Ausland. Für die Anleihen erhält das Land ausländische Devisen, in diesem Falle US-Dollar, und muss für Zinsen zahlen. In unserer restlichen Sendung möchten wir uns heute aber einem anderen Thema widmen, das nichts mit Krieg zu tun hat, aber hier in Deutschland trotzdem sehr relevant ist. Denn es ist ein Thema, das viele Menschen nicht nur bewegt, sondern sogar belastet. Es geht um die Preise für ein Eigenheim, die in den letzten Monaten nochmal gestiegen sind. Wir sprechen jetzt darüber mit Jörg Utecht. Er ist Vorstandsvorsitzender bei der Interhyp-Gruppe. Interhyp ist Deutschlands größter Vermittler bei privaten Immobilienfinanzierungen. Hallo, Herr Utecht. Guten Morgen, Frau Beck. In einer Ihrer Studien habe ich gelesen, die durchschnittlichen Kosten für ein Haus bei Ihren Kunden beträgt momentan 540.000 Euro inklusive Nebenkosten. Das ist eine ganze Menge. Jetzt frage ich mich, was bekommt man für den Betrag denn momentan noch auf dem Immobilienmarkt? Ja, in der Tat, das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Über 500.000 Euro kostet eine finanzierte Immobilie in Deutschland aktuell laut unseren Zahlen. Und wichtig dabei ist, das ist ein Durchschnittswert über alle Immobilien in allen Regionen im ersten Quartal 2022. Und welche Immobilie Sie für diesen Preis bekommen, ist regional sehr unterschiedlich. In München kann schon eine 50, 60 Quadratmeter Wohnung in diesen Größenordnungen liegen. In anderen Städten, in anderen Regionen, zum Beispiel in meiner Pfälzer Heimat, lassen sich mit 540.000 Euro Einfamilienhäuser inklusive Grundstück finanzieren. Und was auch spannend ist, auch Orte und Regionen rund um die Metropolen sind angestiegen im Preis und mittlerweile sehr hochpreisig. Und welche Entwicklung stellen Sie denn bei den Immobilienpreisen in den letzten Monaten und Jahren fest? Insgesamt steigen die Preise. Die durchschnittlichen Immobilienpreise inklusive Nebenkosten, das ist ganz wichtig, sind 2021 schon im zweiten Jahr in Folge
um mehr als 10% gestiegen. Und im ersten Quartal 2022 sehen wir eine Erhöhung der durchschnittlichen Erwerbskosten, inklusive Nebenkosten, wie gesagt, um sogar 14% gegenüber dem ersten Quartal 2021. Das heißt, der Anstieg hat sich aktuell sogar beschleunigt. Und in welchen Regionen steigen die Preise ganz besonders? Wie eben erwähnt, über alle Regionen hinweg sind wir bei 45.000 Euro und insbesondere halt eben in den Metropolen wie München, in den großen Ballungszentren sehen wir eben Preise, die mittlerweile 10.000 Euro gut überschritten haben. In Hamburg zum Beispiel 750.000 Euro im Durchschnitt unserer Finanzierung. Insofern insbesondere eben die Metropolregionen, wobei aber auch die ländlichen Regionen nachziehen. Einzig Gemeinden mit kleiner 5.000 Einwohner sind da in der Preisentwicklung ein bisschen langsamer gewesen. Und wie erklären Sie sich diese immer weiter steigenden Immobilienpreise momentan? Zunächst, auch wenn die Antwort etwas profan klingen mag, wir sehen eine unglaublich starke Nachfrage bei weiterhin knappem Angebot. Und vor allen Dingen in den eben erwähnten Großstädten kommt auf eine Immobilie, die angeboten wird, viele, viele Interessentinnen und Interessenten. Und die Ursache für diese Nachfrage und damit auch die starken Preisanstiege, die wir eben besprochen haben, sind die in den vergangenen Jahren sehr niedrigen Zinsen, sind auch die fehlenden Anlagealternativen für Investoren. Ist, und es war ein wichtiges Phänomen in der Corona-Zeit, natürlich der Wunsch nach Sicherheit, nach dem eigenen Zuhause, gerade in Pandemiezeiten. Und, auch wenn es ein bisschen anders gelagert ist, sicherlich haben auch die hohen Baukosten, die wir aktuell sehen, hier einen Beitrag geleistet. Die derzeitige Mengenlage, steigende Bauzinsen, Unsicherheiten bezüglich des Ukraine-Kriegs, all das hat, ich muss wichtig dazu sagen, die Nachfrage bisher nicht eingetrübt. Wenn wir auf die letzten Wochen schauen, natürlich spielen die Inflationssorgen eine gewisse Rolle. Natürlich spielen Verengpässe aufgrund der Ukraine-Krise auch auf dem Bau eine gewisse Rolle und sorgen für Probleme. Aber auch das treibt eben weiter die Preise. Und trotzdem bleibt das Problem bestehen, dass wir einfach zu wenig Bauplatz, zu wenige Wohnungen und Immobilien haben. Es herrscht absolut eine Knappheit auf dem Markt. Wie lange suchen denn Ihre Kunden und Kundinnen nach einem Immobilienplatz, nach einem Bauplatz? Es ist ein Phänomen, wo wir früher geschaut haben, noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Da war es so, dass Kundinnen und Kunden auch bei uns in unserer Beratung vielleicht 3 Monate waren, weil sie in dieser Zeit was gefunden haben. Heute ist es ganz anders. Die Kundinnen und Kunden kommen zu uns sehr früh, lassen sich vorausberaten, klären zum Teil ihre finanziellen Möglichkeiten ab, teilen mit uns schon Dokumente, die für die Baufinanzierung später gebraucht werden. Warum? Um dann, wenn es heiß wird, wenn eine Immobilie auf den Markt kommt, schnell zu sein. Dann ist es ein Kampf im Wettbewerb, ich habe es eben gesagt, mit vielen anderen Interessentinnen und Interessenten. Und dieser Wettbewerb, der geht nicht immer zu ihren Gunsten aus. Das heißt, sie verlieren ein Objekt, sie gucken sich das nächste Objekt an und so hangeln sie sich durch den Markt, bis es dann irgendwann klappt. Und dieser Prozess kann auch mal gut und gern ein Jahr dauern. Sind da Ihre Kunden und Kundinnen nicht unheimlich deprimiert, wenn das so lange dauert? Es ist nicht nur die Sorge, wie lange es dauert, sondern es ist die Sorge über die eben erwähnte Preisentwicklung. Es ist die Sorge, ob sie sich eine Immobilie überhaupt noch leisten können. Genau diese Stimmung haben wir in einer repräsentativen Studie unter 1.000 Käuferinnen, Käufer, aber auch Interessenten nach Immobilien genauer untersucht. Und die Mehrheit der von uns im Rahmen dieser Studie Befragten bezeichnet eben die derzeitige Phase, den derzeitigen Markt als, Zitat, abschreckend. Und mehr als die Hälfte der Interessenten hält einen Kauf einer Immobilie in ihrer jeweiligen Region für entweder gar nicht oder kaum noch leistbar. Und deswegen, finde ich, zeigt die Studie eindrucksvoll, dass viele Menschen inzwischen sich vom Immobilienmarkt ausgeschlossen fühlen. Und es darf bei so einem wichtigen Thema wie dem eigenen Zuhause, ein sehr emotionales Thema, darf das nicht der Fall sein. Und deswegen glaube ich auch, dass wir auf ein gesellschaftliches Problem zusteuern. Und das verschärft sich übrigens dadurch noch,
dass in unserer Befragung mehr als ein Viertel der Deutschen auf ein Erbe, eine Schenkung oder sonstige Unterstützung Eltern als Voraussetzung für den Immobilienerwerb angewiesen sind. Und wer diese Geldmittel nicht zur Verfügung hat, benötigt in der Regel ein hohes Einkommen und dann noch etliche Jahre, um Ersparnisse aufzubauen, bevor der Immobilienkauf dann gelingen kann. Und aus meiner Sicht ist es sozial gerecht. Dann noch eine letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Hinzu kommt ja noch, dass die Bauzinsen steigen. Sie liegen mittlerweile bei, ich glaube, rund 2%. Das ist ein zusätzliches Problem, weil dadurch die monatliche Belastung steigt. Gibt es denn die Möglichkeit, jetzt zu dem Zeitpunkt günstige Zinsen festzuschreiben? Ja, also erstmal die Aussage, dass die Zinsen für 10-jährige Darlehen am Beispiel sind in der Tat seit Jahresbeginn von 1-2% ungefähr gestiegen. Das ist bei einer Finanzierung von 300.000 Euro eine Belastung statt 1.000 Euro ab Beginn des Jahres heute 1.250 Euro, das heißt 250 Euro Unterschied. Und damit zurück zu Ihrer Frage. Vor diesem Hintergrund, ja, möchten sich viele diese Zinsen für ihre Finanzierung sichern. Und wir raten auch Käuferinnen und Käufern zu langen Zinsbindungen von idealerweise 15 Jahren. In der Tat sehen wir bei unseren durchschnittlichen Zinsbindungen in unserem an die Banken, an die Finanzierungspartner vermittelten Portfolio einen Durchschnitt von 14 Jahren. Und wer bald einen Anschlusskredit braucht für eine bestehende Finanzierung, in etwa einem halben Jahr, aber es können auch 2 oder 3 Jahre sein, kann schon jetzt mit einem Forward-Darlehen günstige Zinsen sichern. Vielen Dank, Herr Utecht, für diese spannenden Einblicke. Ja, wir haben es gerade gehört, immer mehr junge Menschen fühlen sich durch die Immobilienpreise belastet. Viele können sich nicht vorstellen, wie der Traum vom Eigenheim überhaupt gelingen soll. Dabei galt doch eigentlich immer das Motto, arbeite hart und dann wird das schon irgendwie. Aber das Prinzip ist wohl längst nicht mehr gültig. Wie die jungen Menschen aber auf diese hohen Immobilienpreise reagieren, das fragen wir jetzt Simon Schnetzer. Er ist Jugendforscher und kennt sich mit den unter 30-Jährigen richtig gut aus. Hallo, Herr Schnetzer. Guten Morgen, Frau Beck. Wie groß ist denn überhaupt der Wunsch vom Eigenheim bei diesen jungen Menschen? Ich darf regelmäßig Zukunftsworkshops mit jungen Menschen machen, die sich damit auseinandersetzen, wo wollt ihr denn eigentlich hin, wenn ihr Zukunft so gestalten könnt, wie ihr das wollt? Und dieses Bild von Haus, Familie, Hund, am besten noch ein Job, der Spaß macht, das ist ganz tief verankert. Das ist, was junge Menschen wirklich wollen. Und es ist nicht nur dieses Bild mit dem Haus, sondern das steht ja sinnbildlich auch für ein Leben im Wohlstand, ein lebenswertes Leben in der Zukunft. Und wo wollen die Menschen leben? In der Stadt oder auf dem Land? Ja, das ist eine gute Frage. Da ist auch gerade etwas Bewegung drin, weil ganz viele junge Menschen, die in die Stadt gezogen sind mit diesem Wunsch, ich gehe jetzt nach Berlin, Hamburg, München und dort erlebe ich Kultur, haben in den letzten 2 Jahren pandemiebedingt natürlich etwas ganz anderes erleben müssen, dass plötzlich das ganze Kulturleben zum Erlahmen kam. Und sie haben gemerkt, dass die Natur ziemlich weit weg ist. Es war aber nicht nur das. Das wären jetzt schon Gründe gewesen, wegzugehen, weil man mehr Natur möchte, weil das kulturelle Leben gerade nicht da ist, sondern sie haben sich zum Teil auch einfach nicht mehr leisten können, weil pandemiebedingt die Unterstützung der Eltern, der Nebenjob, das, was man sonst gebraucht hat, um sich diese Wohnung, das Studium in der Stadt leisten zu können, hat plötzlich gefehlt. Das heißt, auch aus finanziellen Gründen sind viele zurück in die Heimat, zurück zur Familie, wo sie vielleicht kostenfrei unterkommen konnten, gezogen. Wie attraktiv jetzt das Land selbst ist, das können wir im Moment aus den Studien noch nicht so genau sehen, obwohl ich aus Studien auch weiß, dass natürlich der Aspekt, das Umfeld, die Natur sehr wichtig ist. Und die nächste Studie wird es zeigen, wahrscheinlich auch gestiegen ist im Wertebewusstsein der jungen Menschen. Aber das Größte ist wahrscheinlich Kosten und raus aus der Stadt, wenn es diesen Mehrwert gerade eh nicht gibt dort. Es gibt auch immer mehr junge Menschen, die direkt bei den Eltern oder nebenan wohnen bleiben, die sogar in der eigenen Heimat, im eigenen kleinen Dorf bauen. Wie erklären Sie sich das? Also ich habe unterschiedliche Studien. Die bis 30-Jährigen, da ist diese Heimatverbundenheit schon sehr groß und auch dieser Einfluss, den es hat, diesen teurer, knapper Wohnraum. Also von den unter 25-Jährigen sagen
38%, dass das einen großen Einfluss hat. Und bei den über 25 bis 40-Jährigen sind es 46%, die sagen, dass das so einen hohen Einfluss hat. Und jetzt kommt noch dazu der hohe Stellenwert von Heimatverbundenheit. 50% der 25 bis 40-Jährigen sagen, das hat auch einen richtig großen Einfluss. Der nimmt eben auch zu. Also es sind jetzt die Generation Z, sagt vielleicht noch, wir wollen uns ausprobieren, aber danach nimmt der Heimateinfluss und die Problematik der hohen Kosten zu. Und jetzt haben wir die wunderbaren Voraussetzungen, ja, aber wo können wir dann in Zukunft leben, wenn wir nicht nur Haus und Familie, sondern Haus wollen, sondern auch Familie? Vielleicht geht das einfacher in der Heimat, wo es vielleicht noch ein Grundstück gibt, wo wir beim Haus, der Wohnung unserer Eltern vielleicht irgendwas machen können, wo bessere Kontakte da sind. Und das führt wirklich zu einer großen Bewegung zurück in Richtung Heimat, wobei natürlich Heimat bei einer Paarbeziehung immer auch die Frage ist, wessen Heimat? Doch das ist eine andere Frage an der Stelle. Na klar, da muss man vielleicht Kompromisse finden. Ja, aber die Problematik betrifft ja nicht nur die Immobilienpreise, sondern tatsächlich treffen die hohen Kosten die jungen Menschen in ihrem Alltag tagtäglich. Mit vor allem die jungen Menschen, die wenig Ersparnisse haben oder noch wenig verdienen, die trifft das besonders hart. Wie stark belasten die jungen Menschen denn diese Kosten? Es gibt ja unterschiedliche Kosten. Das eine ist junge Menschen, die aufs Pendeln angewiesen sind. Zum Beispiel, weil sie im Beruf im Ruhrgebiet sind und es ganz klar ist, dass ich zu meiner Arbeit in der Früh 1,5 Stunden pendeln muss. Oder sie studieren an der Hochschule oder an der Uni und leben noch zu Hause. Und diese Menschen, die aufs Pendeln angewiesen sind, die merken wahnsinnig schnell diese hohen Spritpreise und sagen, bitte Leute, lasst uns weiter im Homeoffice oder Online-Studium sein, weil wir können es uns gar nicht leisten, sonst das Studium fortzuführen. Und was wir auch sehen, jetzt auch bei diesen Älteren, die jetzt vielleicht nicht mehr die ganz Jungen sind, aber die schon Familie haben und gerne bauen würden oder ein Wohnheim suchen und umbauen müssen, die merken natürlich die in den letzten 2 Jahren unglaublich stark angestiegenen Baukosten. Also die Inflation schwebt schon als so Drohgespenst über den Köpfen der jungen Menschen, aber ganz konkret sind bei Spritpreisen und bei den Baupreisen, haben die schon voll durchgeschlagen und die anderen haben auch Auswirkungen darauf, wie junge Menschen sich auch orientieren beruflich oder in ihrer beruflichen Entwicklung. Mhm, Wahnsinn. Ja, merkt man diese Sorge noch auf eine andere Weise? Hat Geld vielleicht einen höheren Stellenwert eingenommen bei den jungen Menschen oder bei uns jungen Menschen? Es ist weniger das Geld als ich brauche Geld, weil Geld ist für mich Selbstverwirklichung, sondern es sind auch existenzielle Ängste. Junge Menschen wissen nicht mehr, kann ich mir in Zukunft noch ein Leben in Wohlstand leisten und erkennen, ich brauche mehr Geld, Inflation. All das, was wir in den Nachrichten wahrnehmen, heißt, Geld wird notwendiger sein, um weiterhin Freiheit zu genießen und in Wohlstand leben zu können. Insofern ja, der Stellenwert von Geld steigt, nicht unbedingt, weil sie so materialistisch sind, sondern eher aus existenzialistischen Motiven heraus. Aber da hat ein Wertewandel stattgefunden, oder? In der letzten Zeit war es ja eher so, dass es den jungen Menschen mehr um Spaß und Selbstverwirklichung geht. Jetzt ist Geld doch wichtiger? Ganz genau wird das die Studie zeigen, die wir in einem Monat rausgeben, wo wir aber gerade noch am Auswerten sind. Was wir beobachten ist, der Stellenwert von Spaß nimmt nicht unbedingt ab, aber der Stellenwert von Geld hat sich einfach nochmal drüber gelegt. Also der ist so sehr gestiegen. Also weniger eine Abnahme von Spaßorientierung, aber Geld ist einfach noch wichtiger gerade. Ja, super. Sehr spannend. Danke, Herr Schnetzer. Machen Sie es gut. Danke, Frau Beck. Einen schönen Tag noch. Die steigenden Preise und Kosten im Alltag, also die Inflation, wir haben es gerade schon gehört, die trifft junge Menschen genauso wie Familien oder aber auch Rentner. Bundesbankpräsident Joachim Nagel erwartet in diesem Jahr eine Inflation von 6%. Das hat er gestern im Interview mit dem ARD-Magazin Plus Minus gesagt. Das ist keine gute Nachricht für Unternehmen und Verbraucherinnen. Natürlich steht die Frage im Raum, geht das mit den steigenden Preisen denn immer so weiter? Nicolas Lieven aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion ist jetzt zu uns geschaltet. Hallo, Herr Lieven. Hallo, Frau Beck. Ja, eigentlich hieß es ja, dass der Scheitelpunkt im Sommer erreicht sein soll. Ist das denn so?
Naja, also im Augenblick haben wir eine Inflation jetzt für März gemeldet gehabt von 7,3%. Und die Analysten gehen davon aus, dass es jetzt schon noch mal ansteigt bis zum Sommer, möglicherweise sogar zweistellig wird. Und punktuell kann es natürlich noch deutlich mehr werden. Aldi hat ja zum Beispiel die Butterpreise angehoben um 30% Anfang der Woche. Und viele Hersteller, viele Produzenten haben die Preise ja noch gar nicht angehoben. Das heißt, da kann noch ein bisschen was nachkommen. Aber wenn man sich die neuesten Prognosen anschaut für dieses Jahr, dann einen Strich drunter macht, dann kommen wir auf so 6,1, 6,2% für dieses Jahr und 3,5% für das kommende. Das heißt aber auch, die Preise werden weiter steigen, wenn auch vielleicht etwas langsamer? Ja, das muss man sich halt immer klar machen. Die Preise kommen jetzt nicht wieder zurück, sondern die Preise werden tatsächlich weiter steigen, wenn auch wahrscheinlich, wie Sie sagen, ein bisschen langsamer. Die Jahre, wo die Preise wirklich zurückgegangen sind insgesamt, also wo wir deflationäre Tendenzen hatten, die können Sie in der deutschen Wirtschaftsgeschichte an einer Hand abzählen. Aber das wollen wir ja eigentlich auch gar nicht, will auch die Europäische Zentralbank nicht. Man sagt ja, so eine Inflation von 2% plus minus ist ganz gesund, weil man dann die Nachfrage am Laufen hält. Das Problem zurzeit ist einfach, dass es so von so vielem abhängig ist. Also schauen wir uns den Ukraine-Krieg an. Wir haben Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten, jetzt neue Lockdowns unter anderem in China. Und ganz interessant ist, wir haben heute eine neue Studie bekommen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das Handelsblatt hat zunächst darüber berichtet, dass auch so ein einmaliger Fall, wenn die Ölpreise zum Beispiel steigen, dass man das bei der Inflation noch bis zu 2 Jahre ablesen kann. Und das liegt einfach daran, dass diese Ölpreise sich eben in dieser ganzen Kette, Produktionskette ständig auswirken. Und zwar auch schon ganz frühzeitig, dann, wenn sie Rohstoffe zum Beispiel produzieren. Und nach und nach und nach werden diese Preise eben erst weitergegeben. Das heißt, die Preissteigerungen, auch gerade was die Energiekosten angeht, die werden uns wahrscheinlich noch sehr lange begleiten. Neben dem Begriff Hyperinflation hört man auch immer wieder den Begriff Stagflation. Was ist denn da dran? Naja, also Stagflation, das, wie Sie schon immer sagen, viele warnen einfach davor. Stagflation hat einfach das große Problem, dass sie es kaum bekämpfen können. Also Stagflation heißt ja nichts anderes, als dass die Preise deutlich steigen, das, was wir im Augenblick auch haben, und dass die Wirtschaft auf der anderen Seite aber lahmt und in Schwierigkeiten kommt. Und nun bräuchten sie eigentlich billiges Geld. Sie müssten mit den Zinsen runtergehen, damit sie die Wirtschaft antreiben, damit Kredite günstiger werden, damit mehr investiert wird. Aber sie müssen wegen der Inflation eigentlich die Zinsen anheben und dem Markt das Geld entziehen. Und nun müssen sie sich entscheiden, muss die Europäische Zentralbank, wird es auch jetzt mal irgendwann tun müssen, ob sie die Wirtschaft ankurbeln will oder die Inflation bekämpfen will. Wie groß jetzt die Gefahr ist einer Stagflation, da herrscht ziemlich Uneinigkeit. Uneinigkeit herrscht aber nicht darin, dass wir steigende Preise haben und die Wirtschaft doch dann immer stärker unter Druck kommt, auch gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Und was heißt das denn insgesamt für die Menschen und ihren Wohlstand? Also der Wohlstand wird zurückgehen, da machen wir uns mal nichts vor. Der Durchschnittshaushalt hat allein in diesem Jahr Mehrbelastungen von ungefähr 2000 Euro. Das kriegen Sie mit steigenden Gehältern und Löhnen nicht in den Griff. Das kriegen Sie auch mit Einmalzahlungen des Bundes nicht in den Griff. Zumal ja viele Unternehmen noch angekündigt haben, dass die Preise weiter steigen werden. Denken Sie an E.ON, die Energiepreise sollen da weiter steigen. Bei den Lebensmitteln geht es wahrscheinlich auch nach oben. Wir hoffen jetzt natürlich, dass sich die Lage vielerorts entspannt. Also mit Blick auf die Ukraine, mit Blick auf die Lieferketten. Wir hoffen natürlich, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt und die Wirtschaft hoffentlich auch robust. Aber Prognosen, zuverlässige Prognosen, die traut sich im Augenblick ehrlich gesagt niemand zu. Ja, danke, Herr Lieven. Wir hoffen das auch. Vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Ja, dann kommen wir langsam auch schon zum Schluss unserer Sendung. Sie haben es gerade gehört, das große Problem eben unter anderem auch die Inflation beschäftigt uns hier am Finanzmarkt logischerweise auch. Das ist ein Problem, das uns erhalten bleiben wird, haben wir gerade gelernt. Es hat noch nicht so dramatische Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Auch das haben wir jetzt gerade erfahren. Problematisch ist es logischerweise für die Jugend, die jetzt künftig die Schulden unserer Tage bezahlen darf. Ja, und morgen haben wir, wie ich finde, einen sehr spannenden Gesprächsgast zugeschaltet. Und zwar werden wir mit Manfred Krupp, dem Chef des Textilunternehmens Trigema, sprechen. Er wurde am 4. April nämlich 80 und denkt trotzdem nicht daran, sein Unternehmen abzugeben. Wir freuen uns also, wenn Sie morgen wieder einschalten. Wir sind auf jeden Fall hier. Wir sind auf jeden Fall hier. Wird ganz sicherlich ein spannendes Gespräch, was wir hier morgen erwarten dürfen. Wenn Sie mögen, seien Sie dabei. Danke und tschüss. Tschüss.